Hier nochmal kurz, das ist so ein toller Flaschenhalter aus China, den man an so eine Flasche klippen kann. Und dann kann man sich die wunderbar an die Hose oder an den Gürtel hängen. Das habe ich gestern auch schon gemacht. Groß gesehen habt ihr das nicht, weil ich mich ja wenig mit dem Stativ gefilmt habe. Das werde ich heute noch ein bisschen ausweiten, hoffe ich. Und im Prinzip hängt der an so einem Stück, ja, Stoff. Das ist natürlich ausgerissen. Die Haken an sich sind gut, die sind wunderbar. Nur eben dieses Stück Stoff, da merkt man dann halt die paar Cent, die das Ding eben gekostet hat. Habe ich geschenkt bekommen. Wieder vom Ingo. Danke, Ingo. Das ist ja kein Problem. Da werde ich mir vielleicht in der Mittagspause oder in irgendeinem ruhigen Moment ein bisschen Paracord-Seelen durchziehen und mir dann einfach so ein neues kleines Öselchen hinten dran bauen. Und dann kommt das wieder zurück an den Karabiner, der noch, ich glaube, an der Hose hängt. Ja, an der Hose hängt er. Ich habe zwei davon. Der andere hält noch. Mal gucken, wie lange. Vielleicht baue ich mir da auch gleich ein entsprechendes Paracord. Alternativ-Aufhängungen. Aber das macht ja nichts. Ich meine, dafür sind die super billig und mit wenigen Handgriffen hat man sie wieder einsatzbereit und dann halten sie auch länger als standardmäßig. Ja, dann räume ich jetzt auch erstmal meine Plane so weit zusammen, dass ich mich draufsetzen kann, weil die Isomatte muss leider bei diesem Bundeswehr-Rucksäckchen, diesen kleinen, mehr oder weniger schon als einer der ersten Gegenstände in den Rucksack. Sonst kriegt man sie hinterher so gut wie nicht mehr rein. Kommt darauf an, wie voll er ist. Wenn er nicht ganz voll wird, dann geht schon noch. Aber dadurch, dass ich den Schlafsack drin habe und alles, wird der schon voll genug, der Rucksack. Wenn dann noch die Jacke drauf kommt und die Regenhose, dass es dann nicht mehr so wirklich funktioniert. Deswegen erst plane, dann Isomatte. Beziehungsweise erst plane, dann Rucksack, nee, dann Isomatte, dann Schlafsack. So. Ihr werdet ja sehen. Meine Plane ist jetzt natürlich noch ein kleines bisschen nass, aber die schüttel ich jetzt gleich nochmal ordentlich aus und dann müsste es eigentlich gehen. Die kommt dann relativ weit oben auf den Rucksack und unten rein kommt jetzt erstmal der Schlafsack und so ist es weg. Muss ich den erstmal komprimieren. Wo haben wir denn das Säckchen? Da haben wir das Säckchen. Der Sack muss in den Sack. So, jetzt kommt ein kleiner Nachteil zum Tragen, dass mein Rucksack ja wirklich bloß einfach ein Sack ist. Ich mag das zwar eigentlich, aber das hat halt den Haken, wenn man etwas nach unten packen möchte, muss man den Rest erstmal rausnehmen. Das ist aber nicht schlimm, ich muss eh alles nochmal ein bisschen neu und besser organisieren. Von daher, wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. So, stellen wir die Kamera noch einen Ticken weiter weg, dann habt ihr noch ein etwas besseres, größeres Bild. Da soll jetzt unten rein, also erstmal hinten rein die Isomatte, die auch teilweise noch leichte Feuchtigkeit aufweist. Aber solange es nur wirklich so ein ganz bisschen ist, ist das nicht schlimm, erfahrungsgemäß. So. Darunter der Schlafsack, ganz unten rein. Dann mache ich da in die Nähe dann mal mein Lagerbauzubehör, damit ich weiß, wo das ist. Polstern wir das jetzt noch ein bisschen mit Klamotten aus. Viel Klamotten habe ich ja nicht. Ich habe genau ein T-Shirt, eine Unterhose und ein paar Socken.
an regulären Klamotten. Das ist Teebeutel für Getränke. Also der Teebeutel, nicht verschiedene Teebeutel, sondern halt diverses Getränkezubehör. Meine Seife, die ich heute nicht gebraucht habe. Hier haben wir noch so ein Akkupaketchen. Das ist dann der Rest, wenn alle ist, was gerade in Verwendung ist. Sojawasserfilter werde ich gleich brauchen. Den lasse ich jetzt draußen und schmeiße ihn zu dem Haufen mit Zeug, das in die Hosentasche soll. Hier haben wir noch einmal Trekkingkekse. Ein Track and Eat. Noch ein Track and Eat. Mein Waschbecken inklusive inzwischen verwendetem Zahnputzzubehör. Irgendwann finde ich mich auch mal aus dramaturgischen Gründen beim Zähneputzen, aber da hatte ich jetzt keine Lust. Dann noch einmal Frühstück. Und noch einmal Frühstück, also das sind so Päckchen hier. Das habe ich auch noch nicht ganz aufgegessen, das werde ich gleich noch tun. Dann noch ein Track and Eat. Eine Regenhose. Eine Mülltüte. Eigentlich hätte man da auch den Schlafsack gleich drin entwickeln können, aber das dauert lange, 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 bis der Wasser zieht. Deswegen war ich da jetzt gerade faul und habe nicht so ganz dran gedacht. Gut, und damit brauche ich jetzt nur noch mein Frühstück auffrühstücken, Tasse irgendwo reinschmeißen, Plane noch oben drauf werfen, alles zumachen, Stöcke nehmen, Hüftgurt umschnallen und dann kann es losgehen und einen dramatischen Abmarsch mit Stativen, wo ich dann mit vollem Gepäck vom Stativ davonlaufe, spare ich mir jetzt, weil danach müsste ich dann nochmal anhalten, Stativ wieder verstauen und das ist mir, da bin ich jetzt gerade zu faul. Deshalb laufe ich jetzt gleich los und werde dann erstmal so ein, zwei Kilometerchen laufen und dann hört ihr wieder was von mir. Und hier ist so eine blöde penetrante Schnecke, die dauernd versucht, zu meiner Ausrüstung zu kriechen. Ich habe sie schon zweimal weggeschnipst. Ich muss jetzt doch erstmal schnell ein bisschen was filmen. Ich glaube, ich habe euch noch nie sowas hier gezeigt. Das ist eine Buche, die beginnt, sich eine Schuppenborke ähnlich einer Eiche auszubilden. Also normalerweise sollte eine Buche ja super glatte Borke haben, beziehungsweise eben Rinde und überhaupt keine Borke. Und diese hier, die fängt an, langsam eichenartig zu werden. Das gibt es immer mal wieder. Oh ja, hier ist es schön zu sehen. Ist aber eher selten und das ist dann halt genetisch auf das eine Individuum zugeschrieben, dass die quasi so evolutionsmäßig mal ausprobiert, was ist denn, wenn ich mir jetzt doch auch so eine Schuppenborke zulege. Vielleicht setzt sich das noch durch, wissen wir noch nicht. Möglich wär's. Nochmal zum Vergleich, das da ist eine stinknormale Buche, nicht Borke, sondern Buche. Also ihr seht, ganz, ganz glatt und Deutsch funktioniert heute Morgen noch nicht. Ganz glatt und ja. Ja, aber jetzt laufe ich los, hol mir Wasser und dann mache ich noch einen Kilometer und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu meinem tollen Bauchgurt hier. Manche von euch kennen den ja vielleicht noch nicht. Hier habe ich jetzt was Interessantes entdeckt. Und zwar, das da ist eine Fütterung. Sorry wegen dem Wackelbild, das geht gar nicht besser. Bin gerade angestrengt, deshalb, na wo ist sie denn? Deshalb wackelige Hände. Laut der Novelle des baden-württembergischen Jagdgesetzes gibt es keine Fütterung mehr bei uns. Auf gut Deutsch, das Teil ist inzwischen illegal. Jawohl. Gut, man könnte natürlich sagen, okay, die wird eh nicht mehr benutzt. Und steht da nur so rum. Das könnte man natürlich tun, wenn das dann wirklich so ist. Aber ich bin jetzt einfach mal vorsichtig skeptisch. So, weiter geht's.
Ja, das Ding hier ist jetzt diese olle große Klette, die ich bei meiner kleinen Survival-Übung nicht erfolgreich erkannt habe. Peinlich, peinlich, so Wiedergutmachung. Das ist sie, die hat so sehr große Blätter, üblicherweise wirklich sehr große Blätter. Teilweise sind auch ein paar kleine dabei. Und wenn man sie ausbuddelt, findet man eine sehr nahrhafte Wurzel, die sehr gut geeignet ist als ja, richtige Notnahrung. Wächst nicht überall, wächst zum Beispiel hier. Bei mir nicht, habe da noch nie eine gefunden in meinem Revier. Von daher umso besser, dass es die hier gerade gibt. Und da hinten war noch irgendeine interessante Pflanze. Naja, vielleicht kommt noch mal eine. Das da. Hier mal ein paar Lärchen. Kann man ganz gut auch am Wuchs erkennen, dass es sich um solche handelt. Also das Ding hier links nicht, das ist eine Fichte. Das da sind Lärchen. Also hier kriegst du Dollarzeichen in den Augen. Der Baum ist eine Tanne. Oh, ho, ho, ho. Das Ding ist Geld wert, aber so richtig. Das daneben dran ist auch nicht schlecht, aber naja, ist eine Lärche. Lärchen sind ja per se vom Holz recht wertvoll, aber das ist mal eine Tanne. Die nebendran ist auch ganz gut, die ist aber nicht so wenig, so astfrei. Also wertvoll ist immer, wenn das Ding von unten bis möglichst weit oben keine Äste hat. Schickes Ding. Ein schöner Platz, weit ab von allem, aber da hinten muss natürlich wieder Müll rumliegen. Selbstverständlich. Wie könnte es auch anders sein? Also ich habe jetzt echt nicht die Kapazitäten, riesige Müllmengen hier mitzuschleppen. Wirklich nicht. Sieht auch so aus, als ob das hier alles legale Feuerstellen wären. Also da hinten ist auch noch mal eine und da, wo der Müll liegt, da davor auch. Ich nehme alles zurück. Wir sind doch nicht weit ab von allem. Da geht ja eine Straße lang. Aber hey, legale Feuerstellen, die sind selten. Schön, schön. Ja, vielleicht bin ich Banause, aber ich check jetzt nicht so ganz, was das jetzt hier zu suchen hat. Das Bild finde ich aber ehrlich gesagt ganz schön. Kapier nur den Zusammenhang nicht. Aber wenn ich sowieso schon die Kamera draußen habe, ich habe euch im Birkenvideo von letzter Woche erzählt, dass es da so Maserbirken gibt, die solche Knollen haben, woraus man dann so besonders tolle Tassen zum Beispiel schnitzen kann. Das wäre so eine Knolle, nur dass das halt eben keine Birke, sondern eine Buche ist. Und demzufolge wird diese Knolle wahrscheinlich auch wahrscheinlich nicht wirklich nennenswert verwertbar sein. Aber bei der Birke würden diese Knollen auch so aussehen. Also nur, dass ihr das schon mal gesehen habt, hat sich gerade angeboten.